Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Elementargeometrie-Veranstaltung. Soweit funktioniert die Technik, haben Sie wahrscheinlich beobachtet, dass ich hier ein bisschen Probleme hatte, das ans Laufen zu kriegen. Aber jetzt sollte gerade tatsächlich alles funktionieren. Super. Wir waren beim folgenden Punkt stehen geblieben. Wir hatten uns ja in der letzten Woche mit dem Abschluss der Abbildungsgeometrie beschäftigt. Ja, das hat es manchmal irgendwie. Bei mir hat es irgendwie geklappt. Vielleicht ganz kurz einmal, wer hatte beim Vorlesungsvideo Probleme mit dem Ton? Tatsächlich einige. Okay, bei mir hat es irgendwie geklappt. Ich gebe das nochmal weiter, wir testen das nochmal und hoffentlich kriegen wir es hin. Also die Aufzeichnung existiert zumindest mit Ton, sodass die mitgekommen ist, die Information, und wir das dann vielleicht irgendwie anders aufbereiten können, sodass das bei mehr Leuten klappt. Wir schauen mal. Danke für den Hinweis. Ja, wir waren mitten in der Abbildungsgeometrie oder besser gesagt eher am Ende der Abbildungsgeometrie stehen geblieben. Wir hatten ja ganz am Anfang Kongruenzabbildung kennengelernt, dann Ähnlichkeitsabbildung und schlussendlich noch affine Abbildungen kennengelernt. Und da ein spezielles Beispiel, nämlich die Scherung. Und jetzt hatte ich so ein bisschen noch angekündigt, gegen Ende der letzten Veranstaltung, dass man mit Scherung auch beweisen kann. Und wir hatten uns schon diesen Satz, der hier abgebildet ist, schon mal angeschaut, soweit. Nochmal zur Erinnerung, ist was verwandt ist mit dem Satz des Pythagoras. Das können Sie hier in dieser Dreiecksskizze wahrscheinlich alle runterbeten. Die Kathetenquadrate in der Summe sind das Quadrat über der Hypotenuse. Aber dieser sogenannte Kathetensatz, der ist jetzt einer von drei Sätzen in der sogenannten Satzgruppe des Pythagoras. Da ist der Satz des Pythagoras selbst drin, da ist dieser Kathetensatz drin und noch ein weiterer Satz, den wir noch kennenlernen werden im Verlauf der Veranstaltung. Und er sagte Folgendes: Wenn Sie sich mal die Kathetenquadrate anschauen, zum Beispiel dieses hier, was so blau schraffiert ist, dann ist es genauso groß wie das grüne Rechteck darunter. Auf der rechten Seite gibt es ein ähnliches Phänomen. Dieses Quadrat hier ist genauso groß wie dieses Rechteck darunter. Mit anderen Worten, wenn man quasi die Höhe an der Hypotenuse bildet, die fortführt und damit das Hypotenusenquadrat unterteilt, ergeben sich zwei Rechtecke, die jeweils so groß sind wie die entsprechenden Kathetenquadrate. Und das Tolle ist, mit einer Scherung kann man das sehr einfach beweisen und sich anschaulich machen. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen mal von dieser Anfangssituation aus, die ich Ihnen gerade schon in groß gezeigt habe. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dieses Quadrat, was blau schraffiert ist, zu scheren. Und zwar nicht irgendwie, sondern ich schere das an dieser Achse, die hier ist, diese Achse AB. Das ist meine Scherachse, die halte ich fest. Alle anderen Punkte verschiebe ich entsprechend um einen gewissen Winkel nach rechts. Wenn ich damit anfange, ist das der nächste Schritt, dann sieht das so ungefähr aus. Wie weit ist erstmal egal. Aber vielleicht haben Sie jetzt eine Idee, wie weit man scheren könnte. Man könnte es tatsächlich so weit scheren, dass dieser rechte Eckpunkt bis zu diesem Punkt hier kommt. Das heißt, im nächsten Schritt würde das so aussehen. Ich habe also mein Quadrat, mein Kathetenquadrat an so einer Scherachse festgemacht und habe es zur Seite gezogen und entstanden ist dieses Parallelogramm. Ja, wir wissen ja schon, Quadrate, Rechtecke werden unter Scherungen in der Regel zu Parallelogrammen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Jetzt haben wir hier dieses Parallelogramm und jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Vergegenwärtigen wir uns doch nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben dieses grüne Quadrat, was blau schraffiert ist hier in der Skizze, mit dieser Scherachse AD so geschert, dass eben der Punkt C auf B gefallen ist. Ja, also dass das, was vorher C war, hier, jetzt bis da rübergezogen wurde durch die Scherung. Und die wichtigste Eigenschaft eigentlich immer, wenn es um Scherung geht, ist, dass die Flächen inhaltstreu sind. Das heißt, wir können jetzt sagen, dieses Kathetenquadrat und dieses neu blau entstandene Parallelogramm, die haben denselben Flächeninhalt, ohne dass wir rumrechnen müssen. Ja, weil Scherungen einfach flächeninhaltstreu sind. Da hatten wir uns letzte Woche mit beschäftigt. Jetzt könnte man doch mal versuchen, dieses Ding, dieses Parallelogramm so weit irgendwie zu manipulieren, dass man am Ende sieht, dass es flächeninhaltsgleich zu dem Rechteck ist. Wenn wir also
irgendwie zeigen könnten, dass dieses Ding hier, dieses Parallelogramm, genauso groß ist, flächeninhaltsmäßig, wie dieses Rechteck. Ja, und wir wissen ja schon, es ist genauso groß wie dieses grüne Quadrat. Da muss auch der Satz stimmen. Da muss das grüne Quadrat, das Kathetenquadrat, genauso groß sein wie dieses Rechteck darunter. Und dieser Kathetensatz stimmt offenbar. Haben Sie eine Idee, was man als nächstes machen könnte? Welche Operation man auf dieses Parallelogramm erstmal in dem nächsten Schritt so versuchsweise loslassen könnte? Schießen Sie los. Aha. Genau, ne? Also dass quasi diese Strecke AB so runtergedreht wird, sagen wir mal um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um diesen Punkt gedreht wird. Genau, das mache ich mal. Dann haben wir sowas. Ja, also um formal das korrekt nochmal aufzuschreiben, wir drehen das entstandene blaue Parallelogramm um A, wie Sie schon gesagt haben, als Drehzentrum, so dass D auf C landet. Jetzt haben wir natürlich immer noch keine Überdeckung, aber wir wissen schon Folgendes. Wir haben erstmal eine Scherung angewendet, das heißt, das Parallelogramm hat den gleichen Flächeninhalt wie das Ausgangsquadrat. Und jetzt haben wir eine Drehung angewendet, das ist eine Kongruenzabbildung, die ist natürlich auch flächeninhaltstreu. Bei der Kongruenzabbildung, das ist ja die stärkste Bedingung, da bleiben Form und Größe und somit auch der Flächeninhalt einer Figur auf jeden Fall erhalten. Wenn wir die in Reihe ausführen, wissen wir, okay, das muss immer noch genauso groß sein. Ja, und jetzt können wir noch einen nächsten Schritt machen. Schlagen Sie mal was vor. Jetzt könnte man noch mal scheren. Genau, wir halten. Bitte? Genau, würde ich auch sagen. Wir lassen diese Scherachse, diese Achse AE mal konstant. Wir machen die zu Fixpunkten und ziehen das ganze Ding noch mal an der rechten Seite, zupfen wir so nach unten. Und dann sieht das so aus und wir sind genau drauf. Ja, also um das noch mal festzuhalten, wir haben das blaue Parallelogramm, das jetzt schon einmal aus einer Scherung entstanden ist und dann gedreht wurde, haben wir mit der Scherachse AE so geschert, dass C auf FC gefallen ist. FC ist hier dieser Lotpunkt, wo die Höhe einschlägt. Also so, dass C auf FC rüber geschert wird, dann passiert das auch hier unten und das ganze Ding wird wieder zu einem Rechteck. Dadurch, dass wir wieder eine Scherung angewendet haben, wissen wir, okay, der Flächeninhalt ist immer noch der gleiche, also haben wir genau das, was wir haben wollten. Wir wissen, das Kathetenquadrat ist von der Fläche her genauso groß wie dieses Rechteck da unten. Und das Gleiche, die gleichen Überlegungen könnte man natürlich auch einfach für die beiden roten Figuren machen. Sodass es so einsichtig ist, dass der Kathetensatz stimmen muss und die den gleichen Flächeninhalt haben. Jetzt kennen wir also tatsächlich schon einschließlich eines Beweises, kennen wir jetzt einerseits den Kathetensatz und den Satz des Pythagoras. Da haben Sie vielleicht auch mal in der Schule irgendwann Beweis gehabt. Das schauen wir uns später nochmal im Verlauf der Veranstaltung, nicht heute, aber irgendwann im Semester nochmal genauer an. Und jetzt kennen wir schon mal zwei Sätze aus der Satzgruppe des Pythagoras und wissen, okay, mit Scherungen kann man offenbar auch Beweise führen. Setzen wir mal ein QID drunter. Und damit sind wir jetzt tatsächlich an einem wichtigen Punkt. Jetzt haben wir nämlich die Abbildungsgeometrie abgeschlossen. Ja, da möchte ich jetzt erstmal, natürlich wird die weiterhin eine Rolle spielen, der Inhalt in der Vorlesung, aber wir gehen jetzt mal in das nächste große Teilkapitel. Aber vielleicht als allererstes nochmal in das Inhaltsverzeichnis, das ich Ihnen nochmal kurz zeigen will. Ja, was haben wir schon gemacht? Wir haben ganz am Anfang mal über die euklidische Geometrie an sich geredet, worum es da ging. Wir haben uns dann drei große Klassen von Abbildungen angeschaut, wo wir immer mehr Elemente an Struktur aufgegeben haben. Es waren sozusagen immer mehr Abbildungen, die da noch mit drin sind. Kongruenzabbildungen, sprich Drehungen, Achsenspiegelungen, Verschiebungen. Ähnlichkeitsabbildung, da haben wir uns vor allem die zentrische Streckung angeschaut als eine Ähnlichkeitsabbildung. Und affine Abbildung, da haben wir uns vor allem Scherungen angeschaut und kennen jetzt aus jeder dieser Klasse mindestens einen Vertreter an Abbildungstypen und haben uns die eben so ein bisschen angeschaut und uns ein bisschen mit denen vertraut gemacht. Nochmal ganz kurz, wir haben ja schon mal darüber geredet, alle Kongruenzabbildungen sind natürlich Ähnlichkeitsabbildungen, alle Ähnlichkeitsabbildungen sind tatsächlich auch affine Abbildung, weil wir ja immer nur Eigenschaften weggelassen haben. Wir haben immer nur gesagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr so streng, die müssen nicht mehr so viele Bedingungen erfüllen, aber die erfüllen vielleicht noch diese Bedingungen und jene Bedingungen.
Aber wir haben keine neuen Bedingungen hinzugenommen, sondern nur alte weggelassen, sodass wir immer von der Struktur her immer etwas weiter in die breite Masse gegangen sind. Ja. Jetzt möchte ich mit Ihnen in den dritten großen Teil der Veranstaltung hinübergehen, und das ist die Ebene Geometrie. Da schauen wir uns natürlich auch weiterhin die euklidische Ebene an, aber wir nehmen uns ein bisschen mehr die Begriffe vor, die auch im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 1 eine große Rolle spielen. Zunächst mal Winkel, dann reden wir nachher noch über Kongruenzsätze, später über Dreiecke, Vierecke, sogenannte allgemeine Polygone und Kreise, und gegen Ende des Semesters widmen wir uns dann dem vierten Teil der Raumgeometrie zu. Sofern ich es wiederfinde. Da. Also, jetzt der dritte Teil, die Ebene Geometrie, und wie versprochen als erstes mal die Thematik Winkel. Wir haben bisher schon mit Winkeln gearbeitet, wir haben an verschiedenen Stellen irgendwie gesagt, wir konstruieren mal einen 90-Grad-Winkel, wir haben da mit Ihrem intuitiven Verständnis gearbeitet und mit dem Verständnis, was Sie aus der Schule mitbringen. Und wenn Schülerinnen und Schüler sich der Thematik Winkel im Unterricht nähern, naja, dann kann man das auf verschiedene Weisen einführen. Hier habe ich nochmal ein Beispiel aus der Mathewerkstatt mitgebracht. Und man versucht da immer so einen gewissen lebensweltlichen Aspekt reinzubringen, um erstmal Schüler für ein Thema zu interessieren oder gar zu begeistern. Ja, hier geht es darum, dass vier Kids irgendwie ins Freibad gehen und jetzt sollen die Rutschen ausprobiert werden. Und man fragt sich erstmal, okay, was ist denn jetzt eigentlich die steilste Rutsche? Weil da will man natürlich am liebsten drauf gehen. Der eine schlägt vor, ja, durch Ausprobieren. Jemand anderes sagt, Moment, es ist doch entscheidend, welche Rutsche eigentlich die höchste ist. Jemand widerspricht und sagt, es geht eigentlich darum, ob die steil ist oder nicht. Und so kann man dann eben sich langsam der Thematik, so wie wir das jetzt gerade auch tun, Winkel annähern. Weil natürlich der Winkel unter so einer Rutsche ausschlaggebend dafür ist, ob man da jetzt mit Highspeed oder eher mit Schneckentempo runterrutscht. Wenn wir uns mathematisch, rein fachmathematisch mal auf Uniniveau sozusagen dem Winkel nähern, da definiert man Winkel typischerweise wie hier dargestellt. Man sagt tatsächlich, dass Winkel eine Menge sind, also eine Menge, die Teilmenge der euklidischen Ebene ist, also ein gewisser Bereich unserer zweidimensionalen Fläche, wie wir uns die immer vorstellen. Und tja, wir gehen von zwei Halbgeraden aus, zwei Halbgeraden A und B, mit einem gemeinsamen Anfangspunkt. Ja, nochmal zur Erinnerung, Halbgeraden sind sowas wie Geraden, nur dass sie eben nur in eine Richtung unendlich weit sind. Und wir haben so einen gemeinsamen Anfangspunkt, und das ist der hier S, den nenne ich mal S, weil das später der Scheitelpunkt des Winkels ist. Zwei Halbgeraden, die jeweils hier in die Unendlichkeit davon düsen. Und jetzt definiert man den Winkel inhaltlich erstmal als die Menge, sodass die gesamte Menge von A überstrichen wird, wenn A gegen den Uhrzeigersinn um S auf B gedreht wird. Mental also, wenn Sie diesen Strahl hier nehmen, gegen den Uhrzeigersinn mit Drehzentrum S so drehen, bis Sie bei B angekommen sind. Und die Fläche, die Sie dann überschreiten, die Sie dann überstreichen, diese unendlich große Fläche, das ist eigentlich der Winkel, fachmathematisch. Und das, womit wir immer arbeiten, wenn Sie sagen 90 Grad, 45 Grad, das ist sozusagen die Größe des Winkels. Ja, Halbgeraden nennt man auch Strahlen, habe ich gerade schon erklärt. A und B sind dann die sogenannten Schenkel des Winkels. Das ist auch ein Begriff, den Sie wahrscheinlich schon ganz intuitiv oder mit Ihrem Schulwissen verwendet haben. S heißt Scheitel des Winkels, auch schon gesagt. Und wenn wir uns das nochmal genau anschauen, dann, ich gehe nochmal einmal zurück. Dann unterscheiden wir hier also zwischen zwei verschiedenen Sachen. Das ist wie bei Strecken, wenn Sie sich daran nochmal erinnern. Wir haben einerseits die Strecke selbst, die haben wir als die Strecke AB bezeichnet, und wir haben das versucht, Ihnen beizubringen hier in der Veranstaltung, da sehr deutlich zur Länge der Strecke zu unterscheiden und das als zwei verschiedene Sachen zu betrachten. Das eine ist ein geometrisches Objekt, die Strecke selbst, aber die Strecke selbst hat auch eine Länge. Und so ähnlich ist es auch hier, wir haben den Winkel, das ist quasi eine unendlich große Menge zwischen diesen beiden Schenkeln im zweidimensionalen Raum, und eine Größe des Winkels, 45 Grad, 30 Grad, 37 Grad, was auch immer, ja, das können Sie sich dann vorstellen wie die
Länge des Winkels, wenn Sie so wollen. Also was vorher die Länge der Strecke war, ist jetzt die Größe des Winkels. Gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Wenn wir so einen Winkel bezeichnen, dann achten wir eigentlich immer darauf, ich habe das schon mal ganz am Anfang gesagt, dass wir den orientiert angeben, weil es in vielen Situationen mal unterschiedlich ist oder man es wichtig ist, Winkel zu unterscheiden. Das heißt, der Winkel, der von A nach B geschlagen wird, soll ein anderer sein als der Winkel, der von B nach A geschlagen wird. Ich mache mal ein Bild dazu. Wenn Sie den Winkel von A nach B schlagen, dann meint das immer gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn ist so die Standardrichtung in der Mathematik. Das heißt, wir schlagen von A nach B hier rüber. Es ist also dieser Winkel, der jetzt vielleicht hier irgendwo von der Größenordnung etwas kleiner als 90 Grad ist. Der andere Winkel von B nach A, das ist eben hier dieser große Winkel. Ja, der entsprechend etwas größer als 270 Grad. Also der Winkel von den beiden Strahlen von A nach B ist ein anderer als der von B nach A. Und das habe ich schon gesagt, wir unterscheiden eben zwischen den Winkeln selbst als mathematische Objekte und ihren Maßen, ihrer Größe. Und wenn wir die Größe explizit angeben wollen, dann versuchen wir das deutlich vom Winkel zu trennen. Und immer wenn die Größe gemeint ist, werde ich das wie bei Strecken machen. Ich werde so Betragsstriche da drum setzen. Ja, also da kommt dann am Ende eine Gradzahl raus, eben 45 Grad, 33 Grad, was auch immer, wenn dieses Symbol da steht. Und wenn Sie Winkel angeben wollen, dann können Sie das, so wie wir das bisher auch schon ein paar Mal gemacht haben, auch statt diesen Strahlen einfach Punkte nehmen, die auf den Strahlen liegen. Ja, um das hier nochmal am Beispiel klar zu machen, der Winkel ASB ist der Winkel, der den mittleren Buchstaben als Scheitelpunkt hat, in diesem Fall also S, und der von dem linken Buchstaben von A rüber zu dem ganz rechts stehenden Buchstaben, zu der rechts stehenden Punktbezeichnung geschlagen wird. Das heißt, der andere Winkel, der hier, wäre umgekehrt der Winkel BSA und nicht ASB. Okay, so viel zu einer mathematischen Definition eines Winkels. Und jetzt kennen Sie schon aus Ihrer Alltagserfahrung, es gibt ganz besondere Winkel. Was ist für Sie so der besonderste Winkel? Von der Größe her, der wichtigste für Sie, ohne welchen Winkel können Sie nicht leben? Ja, der rechte Winkel ist, wenn wir keine rechten Winkel hätten, dann würde das Ding hier einstürzen, weil das statisch wahrscheinlich nicht richtig funktionieren würde. Man müsste sich ganz andere Gedanken machen. Genau, der rechte Winkel kommt häufiger vor, wenn man dann auch den Satz des Pythagoras anwenden kann, zum Beispiel, wenn der rechte Winkel im Dreieck irgendwo vorhanden ist. Da freut man sich immer schon, wenn irgendwo ein rechter Winkel ist in so einer mathematischen Skizze, wenn man viel besser rechnen kann. Ja. Ich will mal alle Winkel auf einem oder alle Größenordnungen von Winkel einmal anzeigen. Klar, technisch gibt es auch oft den Nullwinkel. Ja, der ist langweilig, der ist einfach nicht geöffnet. Das ist so eine Strecke, wenn Sie einfach so wollen. Sie haben spitze Winkel, das sind solche, deren Größe zwischen 0 und 90 Grad liegt. Ja, spitz deswegen, können Sie sich vorstellen, wie eine Speerspitze. Damit können Sie jemanden erstechen, wenn Sie eine Speerspitze mit dem Winkel machen. Wenn Sie den Winkel größer machen, funktioniert das mit dem Erstechen nicht mehr. Dann gibt es den rechten Winkel, stumpfe Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Und der Winkel, der 180 Grad selber ist, hat auch noch einen speziellen Namen. Das ist ein sogenannter gestreckter Winkel. Winkel zwischen 180 Grad und 360 Grad sind überstumpfe Winkel. Und wenn Sie sich 360 Grad um sich selbst drehen, dann haben Sie einen sogenannten Vollwinkel gemacht, ja, der also eine ganze Drehung umfasst. In manchen Kontexten wird das genau das Gleiche sein wie der Nullwinkel, weil die Situation ist dieselbe, ob ich stehen bleibe und mich gar nicht drehe oder mich einmal um mich selbst drehe, bin ich wieder am gleichen Punkt. Aber in manchen Situationen will man das auch begrifflich unterscheiden. Ich gehe mal auf spezielle Situationen mit Ihnen, wie Winkel zueinander stehen können. Oder genauer gesagt, Sie stellen sich mal folgende Situation vor, die hier abgebildet ist. Schneiden sich zwei Geraden. Fängt ein bisschen an wie ein schlechter Witz irgendwie. Schneiden sich zwei Geraden, sagt die eine Gerade zur anderen. Nein, also schneiden sich zwei Geraden und die ergänzen sich natürlich immer, wenn Sie da beide Schnittwinkel haben, Alpha und Beta, zu 180 Grad. Ja, vielleicht ist das schon total naheliegend. Kann man sich überlegen, warum ist das eigentlich so? Habe ich quasi gerade schon beantwortet. Weil wenn sich zwei Geraden schneiden, genauso wie hier, da ist es total einsichtig, wenn die so liegen,
wie hier abgebildet, dass eben beide zusammen, weil sie ja an einer Geraden dann anliegen, 180 Grad zusammen groß sein müssen, weil es eben, wie wir gerade schon gesagt haben, hier auf der Folie gerade der gestreckte Winkel ist. Okay, soweit vielleicht noch so anschaulich und trivial. Es gibt noch einen weiteren Begriff, sogenannte Scheitelwinkel. Das sind jetzt in der gleichen Situation nicht die Winkel, die nebeneinander liegen, sondern die Winkel, die zueinander gegenüber liegen, die also genau durch diesen Scheitelpunkt nur getrennt werden. Und das Interessante ist, die sind auch automatisch immer gleich groß. Die Frage ist, warum ist das so? Wie könnte man sich wohl erklären, dass diese beiden Winkel immer gleich groß sind? Okay. Wohin verschieben? Mhm. Ja, sie sind auch schon ein bisschen weiter, ne? Diesen Begriff Wechselwinkel, über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Der sagt dir vielleicht auch vielen noch gar nichts. Ja? Kann man in der Schule mitnehmen, den Begriff? Insofern Chapeau. Manchen von Ihnen sagt das vielleicht noch nichts. Ich versuche es mal nur über Nebenwinkel auszudrücken. Nebenwinkel haben wir schon gerade gesagt, das wären die beiden hier. Der hier, den ich nicht eingezeichnet habe, und Alpha zum Beispiel, sind zusammen 180 Grad groß. Das heißt, ich kann ihn doch nochmal dazu zeichnen und sage hier dieser Winkel Gamma, wenn ich den noch einzeichne, dann weiß ich, Alpha und Gamma sind zusammen 180 Grad, haben wir gerade auf der Folie davor gesagt. Jetzt weiß ich aber noch was, die gleiche Situation gibt es ja auch darunter. Ja, da habe ich quasi, oder daneben, wenn ich hier mir das anschaue, die beiden zusammen, die liegen ja auch an einer Geraden, die sind auch zusammen 180 Grad groß. Ja, und jetzt kann ich es rechnerisch machen. Jetzt nehme ich einfach meine zweite Gleichung, stelle sie zu Gamma um, setze sie in die erste Gleichung ein. Wir müssen etwas ruhiger sein irgendwie. Dankeschön. Setzen die in die Gleichung ein. Gut, und jetzt können wir das alles ausrechnen. Wir können die Klammer einfach weglassen, können das rüberholen, dann haben wir Alpha und Beta in der Größe, sind subtrahiert gleich 0. Wenn ich das umstelle, dann habe ich eben, der Winkel Alpha ist genauso groß wie der Winkel Beta. Ich habe also jetzt nur die Information von eben benutzt, ich habe nur diese Information hier benutzt über Nebenwinkel, ja, dass die gleich groß sind, und kriege, wenn ich die zweimal anwende, auch raus, dass solche Scheitelwinkel immer gleich groß sein müssen. Jetzt kommen wir noch zu den Stufenwinkeln. Den Begriff haben Sie gerade, glaube ich, auch schon einmal kurz genutzt, ne? Oder haben Sie nur die Wechselwinkel genannt? Wechselwinkel. Nur Wechselwinkel. Okay, dann noch eben die Stufenwinkel. Ist vielleicht auch sofort einsichtig, so aus dem intuitiven Verständnis. Wenn ich jetzt noch eine dritte Gerade hinzufüge und sage, ich habe zwei parallele Geraden und eine geht da so schräg oder sonst wie irgendwie durch. Das ist die hier so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja, dann sind eben dieser Winkel Alpha hier und dieser Winkel Beta hier sind dann eben gleich groß. Und das kann man sich wie folgt überlegen. Wir betrachten einfach mal die Verschiebung von B nach A, also sprich die Verschiebung um den Vektor BA. Und zwar, dann ist das eben genau so, dass B hier auf A abgebildet wird. Und jetzt kann ich meine Abbildungsgeometrie, um die wir uns so viele Gedanken gemacht haben, nutzen. Ich weiß nämlich, Verschiebungen sind winkeltreu.
Ja, und wenn ich quasi mit so einer Verschiebung diesen Winkel hier abbilde nach da oben, ja, dann muss er immer noch genauso groß sein, weil eben Verschiebungen winkeltreu sind. Und jetzt, dadurch, dass eben auch Geraden sowieso wieder von Verschiebungen auf Geraden abgebildet werden, habe ich es sofort. Hier sehen Sie, dass die Abbildungsgeometrie, mit der wir angefangen haben, schon auch manchmal ein mächtiges Werkzeug ist, mit dem Beweise ganz leicht fallen können. Also auch in so einer Situation, zwei Stufenwinkel sind immer gleich groß. Und einen letzten habe ich noch, den haben Sie ja schon angekündigt, sogenannte Wechselwinkel. Das ist jetzt folgende Situation, Sie haben nicht mehr so wie eben hier die beiden, sondern Sie haben jetzt genau den gegenüberliegenden, den hier. Und jetzt kann ich mir relativ einfach erarbeiten, warum die beiden gleich groß sind. Haben Sie eine Idee, wenn Sie das bisher Gelernte, die bisherigen Winkelarten einmal nochmal rekapitulieren und nutzen? Kann man sich da schnell überlegen, vielleicht, warum die gleich groß sind? Ja, das war ja am Anfang so, dass wir gesprochen haben, wenn zwei Geraden beschneiden, dass dann jeweils über den Winkel gleich groß sind. Genau, also die hier zum Beispiel, ne? Genau, dann kann man ja wissen, wenn gegenüber der Winkel dann genauso groß ist wie Alpha, dann ist in dem Fall dann auch die Blätter. Dann kann man ja wieder zum Beispiel von Grad anwenden, damit sehr verschieden. Genau. Also um das nochmal, um die Begriffe, die wir jetzt gerade eingeführt haben, nochmal zu nutzen. Wir wissen schon, Stufen- und Scheitelwinkeleigenschaft, die liegt hier offenbar vor. Wir haben also einerseits gesagt, okay, das haben Sie gerade richtig beschrieben, zum Beispiel hier Alpha hat so einen Scheitelwinkel, der hier, der ist gleich groß. Und jetzt gibt es natürlich Stufenwinkel, das ist dann der hier und der hier, die sind auch gleich groß. Ja, aber wenn Alpha diesem Zwischenergebnis gleich groß ist und dieses Zwischenergebnis Beta gleich groß ist, dann folgt auch die Behauptung. Und wir wissen, auch bei Wechselwinkeln ist es so, die sind immer gleich groß. Ja, wir haben also diese vier verschiedenen Arten von Winkeln. Und da haben wir auch nochmal auf dem heute erscheinenden Übungsblatt für Sie eine Aufgabe zugemacht. Das ist die vierte Aufgabe auf dem Übungsblatt, wo Sie mit diesen Eigenschaften mal ein bisschen rechnen sollen, damit Sie sehen, wofür das nützlich ist. Jede Eigenschaft kann man natürlich, hat man vielleicht ein gewisses geometrisches Gefühl, wenn man sich das anschaut, immer in solchen Situationen, ja, die werden gleich groß sein. Aber so hat man es nochmal auf Papier oder besser auf einer Folie hier am Beamer stehen. Die sind immer gleich groß und das kann man sich eben zunutze machen. Das soll soweit schon zum Kapitel Winkel gewesen sein. Wir haben einmal kurz den Begriff Winkel mathematisch eben tatsächlich als eine ganze Fläche, eine Teilmenge der euklidischen Ebene definiert. Wir haben über die Größe geredet und wir haben darüber geredet, wann sind Winkel, in welchen Situationen, wenn Geraden oder Strecken sich schneiden, eigentlich gleich groß und haben diese vier Begriffe eingeführt. Das behalten wir mal so weit im Hinterkopf. Das brauchen wir hin und wieder, immer mal wieder in der Veranstaltung. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Kongruenzsätze. Verbinden Sie damit, jetzt mal nicht die Wiederholer gefragt, die verbinden damit auf jeden Fall was, die Erstsemester von Ihnen, verbinden Sie damit noch was aus der Schule mit dem Begriff Kongruenzsätze? Ich habe es schon mal ganz am Anfang der Veranstaltung so kurz anklingeln lassen. So bei Strahlensätzen ist das wahrscheinlich so, da erinnern Sie sich noch ganz gut dran, wie die Lehrerin oder der Lehrer vorne stand und da vielleicht an der Tafel irgendwie sowas gesagt hat, wie das durch das ist gleich das durch das. Die Hälfte der Klasse war, wenn schlecht lief, verwirrt, ein paar haben es verstanden, ja. Was klingelt bei Kongruenzsätzen bei Ihnen? Vor allem in Verbindung mit Dreiecken. Damit lassen sich Dreiecke konstruieren, genau. Haben Sie noch einen Kongruenzsatz im Kopf? Irgendeinen? Ja, genau, diese Begriffe haben damit was zu tun. Ne? SWS, SSS. Wenn Sie sich da nochmal an diese Dreieckslehre erinnern, ja, das gab es da mal. Und damit wollen wir uns jetzt auch wieder anfreunden im weiteren Verlauf der Veranstaltung. Und ich habe natürlich wieder so ein kleines Beispiel mitgebracht, wie Schulbücher das einführen, das Thema, wie Schulbücher das motivieren. Ja, hier geht es um folgende Situation. Der Schulhof soll irgendwie vermessen werden, wahrscheinlich auch im Beispiel im Kontext einer Übungsaufgabe. Ja, wie kann man eigentlich die exakten Maße des Schulhofes auf die Karte übertragen? Wir können doch nicht alles messen. Und jemand anderes hat die Idee, okay, wir brauchen auch gar nicht alles messen. Es reicht doch, wenn wir so ein paar ausgewählte Strecken messen. Und dann messen wir nur noch Winkel. Und da im Hintergrund wird schon angefangen,
Und hier das Mädel sagt, bei mir sind es so und so viel Grad, 45 oder was da steht, glaube ich, kann ich hier aus dem Winkel nicht lesen. Genau. Also irgendwie scheint das was mit Landvermessung zu tun zu haben. Oder zumindest hat es einen Anwendungsfall da. Und wenn Sie sich ganz an den Anfang der Veranstaltung zurückerinnern, habe ich Ihnen da auch mal so 5 Minuten hier ein kleines Beispiel zum Thema Landvermessung gezeigt. Konkret war das folgende Situation, die Situation, die auf dem alten 10-Deutsche-Mark-Schein abgebildet war. Denn hier war niemand geringer als Karl Friedrich Gauss auf dem Schein drauf und ein großes Werk, das er vollbracht hat, nämlich die Vermessung des damaligen Königreichs Hannover, ist so ganz klein hier unten auf dem Schein abgebildet gewesen. Ja, so eine kleine Skizze dazu, was das irgendwie eine Referenz liefert auf diese Vermessung des Königreichs. Ich mache es mal ein bisschen größer. So sah das Ganze aus. Und wenn Sie sich jetzt zurückentsinnen an diese erste Veranstaltung, dann war das große Werk von Gauss, dass er nicht mehr alle Straßen abgehen musste und messen musste, sondern er hat sich Verfahren überlegt, die viel einfacher sind. Und so wie die Kids gerade auf dem Schulhof, läuft das auch so, dass man nur noch ein paar Strecken misst und im Wesentlichen über Winkel geht. Man fragt sich also, wie kann ich die Länge von verschiedenen Strecken bestimmen, indem ich nur ein paar Referenzstrecken habe und ansonsten ganz viele Winkel messe. Weil Winkel messen, da müssen Sie sich nicht für bewegen. Das können Sie mit einem Gerät im Raum einfach machen. Zeige ich Ihnen gleich nochmal so ein Gerät. Und wenn Sie Längen wirklich messen da draußen, dann müssen Sie über die Straßen und Wege dieser Welt und müssen wirklich Kilometer schaffen. Ist natürlich viel aufwendiger. Ja, er ist wie folgt vorgegangen. Ich weiß nicht, ob es historisch genauso gelaufen ist. In meinem Beispiel ist es jetzt so, man fängt mal an und sagt, ja, ich stelle mich in Hamburg auf den Kirchturm. Ja, noch nicht, ich stelle mich noch nicht auf den, gleich stelle ich mich auf den Kirchturm. Ich gehe erstmal von Hamburg nach, wie heißt das Ding, Hohenkorn oder so, ne? Und lauf da in diesen heutigen Vorort von Hamburg und mess mal diese Strecke. Das ist natürlich aufwendig, aber ich habe erstmal nur eine Strecke, nämlich die grüne hier, gemessen. Also die Distanz zwischen Hamburg und Hohenhorn durch Ablaufen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt will ich nur noch Winkel messen. Was könnte ich jetzt tun? Welche Winkel könnte ich jetzt messen, wenn ich mich so ein bisschen hier durcharbeiten will und weitere Längen versuchen möchte zu bestimmen? Schießen Sie mal los. Oh, Sie sagen das sogar noch so schön mit so einem Hamburger Akzent. Hohenhorn. Fand ich gut. Ja, also, super. Genau, das machen wir. Und dafür stellen wir uns eben, oder stellte sich Gauss auf den Kirchturm und hat den Kirchturm in der Stadt da unten, Wilsede, angepeilt und hat diese beiden Winkel zum Beispiel gemessen. Dafür musste er jetzt nicht mehr so viel tun. Dafür musste er nur einmal die Strecke von Hamburg nach Hohenhorn ablatschen und sich in beiden Städten einmal auf den Kirchturm stellen. Ja, so weit, so ganz gut. Was können wir jetzt mit dieser Information machen, wenn wir das getan haben? Ach so, so läuft das übrigens ab. Ne? Man stellt sich da eben auf so einen Berg. Es gibt so altertümliche Geräte. Und hier ist nochmal ein ehemaliges, also ein von damaliger Zeit stammendes Kunstwerk, das das so ein bisschen dokumentiert. So weit, so gut, das haben wir erledigt. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Denken Sie mal an die einfachste Methode, die Ihnen irgendwie einfällt. Gar nicht groß rumrechnen. Was könnte man machen, wenn man jetzt zum Beispiel die Distanz von Hamburg nach Wilsede und von Hohenhorn nach Wilsede haben möchte? Vielleicht erstmal nur eine grobe Idee, wie weit die überhaupt ist. Dann hat man den anderen Winkel, genau. Also hier war schon mal gerade eine wichtige Information für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr ganz parat haben. Alle Winkel eines Dreiecks, nennt man irgendwann mal, glaube ich, in der Schule, sind zusammen 180 Grad groß. Wenn ich also zwei Winkel kenne, dann kann ich den dritten ausrechnen. So weit, so gut. Aber dadurch habe ich ja jetzt noch nicht die Distanz. Dann habe ich zwar den Winkel, der da unten bei Wilsede ansitzt, aber ich weiß noch nicht, wie weit Hamburg von Wilsede entfernt ist und ich weiß noch nicht, wie weit Hohenhorn von Wilsede entfernt ist. Man würde jetzt in der Hinsicht, um das genau zu bestimmen, sagen, man hat den Winkel vom Wilsede aus für die Streckenrichtung Hamburg und Hohenhorn. Da kann man den Winkel halt ja
Okay, ja. Ja, das dürfte klappen. Mhm. Was würden Schüler in der 7. Klasse machen? Zur Erinnerung, das hier ist ein Ausschnitt aus der Mathewerkstatt 7. 7. Klasse Schüler. Was glauben Sie, was würden die als allererstes machen? Was ist vielleicht so das Einfachste und Naheliegendste, das Schlauste vielleicht? Denken Sie mal weniger kompliziert. Wollen Sie? Ja, genau. Aber woran abmessen? Woran abmessen? An der realen Welt? Also die Strecken nochmal gehen? Bitte? An einer Skizze. Ja, warum denn nicht? Ja? Sie sagen einfach, okay, Sie haben jetzt rausgefunden, vielleicht Hamburg und Hohenhorn sind 10 Kilometer entfernt. Und jetzt machen Sie sich einfach eine Skizze, wo Sie sagen, 10 Zentimeter sind 10 Kilometer. Sie legen einfach irgendeinen Maßstab fest. Sie zeichnen irgendwie diese Strecke ein. Sie haben ein Geodreieck. Sie zeichnen diese beiden Winkel, die Sie gemessen haben, ein. Wenn Sie davon Strahlen losschießen, von diesen beiden Winkeln, dann schneiden die sich da unten, wo Wilsede sein muss. Ja, und dann messen Sie einfach die Distanz auf Ihrem Papier zwischen Hamburg und Wilsede. Dann kriegen Sie vielleicht, was weiß ich, 15 Zentimeter raus. Und dann wissen Sie, okay, die sind 15 Kilometer entfernt. Sie müssen gar nicht groß rechnen, Sie können nur mit Messen dieses Problem schon näherungsweise lösen. Ja, und das ist eine Idee mit so ein bisschen Hinschubsen, wo vielleicht auch Schülerinnen und Schüler drauf kommen können und was eben diese Schülerinnen und Schüler dann auch mit ihrem Schulhof hier gemacht haben könnten. Wir gehen mit Ihnen in der jetzt kommenden Präsenzübungswoche noch mal etwas näher darauf ein. Gehen wir mal davon aus, wir machen das so. Also wir bestimmen damit dann zum Beispiel durch dieses Messende, muss man natürlich, umso genauer man alles zeichnet, desto besser nachher das Ergebnis, ist klar. Und wir bestimmen damit also die Distanz zwischen Hamburg und Wilsede, beziehungsweise zwischen Hohenhorn und Wilsede. Natürlich kann man das auch rechnerisch machen. Wenn man es rechnerisch macht, dann hat man natürlich nicht die Ungenauigkeit einer Zeichnung oder einer Skizze da drin, sondern kriegt es exakt heraus. Da kümmern wir uns dieses Semester auch nochmal drum, wie das rechnerisch geht. Das lassen wir jetzt aber erstmal und stellen das hinten an. Ja, ich habe ja versprochen, dass wir uns nochmal so Geräte anschauen, mit denen man das gemacht hat. Die habe ich natürlich jetzt hier nicht hingeschleppt, mitgebracht. Aber erstmal das ganze Verfahren, habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, nennt sich Triangulation, weil es einfach darum geht, dieses Königreich Hannover oder die Gegend, die man vermessen möchte, mit Dreiecken einzudecken und dann eben über Dreiecksgeometrie zu gehen. Also zunächst bestimmt man, so wie wir gerade, eine Referenzlänge. Und ausgehend von der, zum Beispiel durch eine Skizze, bestimmt man, indem man die Winkel zum Beispiel von den Kirchtürmen aus misst, die weiteren Längen nur aus einer Winkelmessung heraus. Und wenn man das gemacht hat, kann man tatsächlich alles Weitere ausschließlich mit Winkeln messen, weil sie dann ja wieder automatisch eine Referenzlänge haben. Ja, Sie könnten also jetzt hier sagen, jetzt habe ich ja diese Strecke ausgerechnet anhand des Winkels oder geschätzt durch eine Skizze. Ja, jetzt stelle ich mich in Hamburg nochmal auf den Turm und messe diesen Winkel hier. Und hier in Wilsede stelle ich mich auch nochmal auf den hohen Turm und messe diesen Winkel von Hamburg bis hier rüber zu der nächsten Nachbarstadt Littberg. Ja, und dann setzen Sie das immer weiter fort. Klar ist, wenn Sie da einmal ungenau sind, dann pflanzen sich diese Fehler immer weiter fort. Deswegen wird man in der Praxis vielleicht auch nochmal eine Strecke nochmal wirklich abgehen, um zu gucken, wie gut man war beim Schätzen. So sieht sowas aus, so sah sowas damals aus. Ein historisches Beispiel für so einen sogenannten Theodoliten, mechanisches Gerät, mit dem man Winkel im Raum messen kann. Ist natürlich aufwendig, da muss man das Ding irgendwie auf den Kirchturm schleppen, dann stellt sich der Gauss dahin, versucht einen guten Winkel zu finden und alles anzupeilen und so weiter. Heute sieht man das ab und zu mal im Straßenverkehr, ist sozusagen die moderne Variante, ja, was man eben im Vermessungswesen benutzt. Viele Leute halten das vielleicht für Blitzer oder sowas, aber die Leute, die da rumlaufen, sind Vermessungstechniker und sorgen dafür, dass unser Kartenmaterial bei Google Maps und so weiter stets aktuell bleibt. Ja. Und hier ist nochmal so eine historische Plakette, wo früher dieser ehemalige Gausspunkt war, wo Gauss mit seiner Messung angefangen hat, der Kirchturm, den er sozusagen als allererstes bestiegen hat, um die wichtigsten Winkel erstmal zu vermessen. Und das erinnert daran. Wir gehen mit Ihnen in der Übung in etwas südlicher, und zwar Richtung Stuttgart runter, Richtung Ludwigsburg und so weiter. Und dann wollen wir das mit Ihnen mal ausprobieren in der Übung,
auf diese Weise das Land hier rund um diese Städte zu vermessen. Die Daten haben wir Ihnen da schon hingegeben und damit fangen Sie heute in der ersten Präsenzübung mit an. Ich will mit Ihnen jetzt mal weitergehen und ein kleines Gedankenexperiment machen. Überlegen Sie mal und stellen Sie sich folgende Situation vor. Irgendjemand, Sie zum Beispiel, zeichnen ein beliebiges Dreieck. Jetzt nehmen Sie Ihr Handy oder ein Festnetztelefon, soll es ja auch noch geben, und rufen einen Kommilitonen an. Und Sie möchten nur mit Ihrer Stimme, Sie möchten also nur über Sprache dafür sorgen, dass Ihr Kommilitone möglichst dasselbe, fachmathematisch ausgedrückt, ein kongruentes Dreieck zeichnen kann. Sie wollen natürlich jetzt nicht so viele Informationen durchgeben, Sie sind kurz angebunden, die Abgabe des nächsten Hausübungsblattes steht an oder was auch immer. Jetzt ist die Frage, wie viele Informationen müssen Sie ihm oder ihr eigentlich geben, damit Ihr Kommilitone dieses Dreieck genauso, sprich kongruent, nachzeichnen kann? Ja, also genau, möglichst wenig Informationen. Und welche Größenangaben sind eigentlich notwendig? Fangen wir mal an. Reicht es, wenn Sie Ihrem Kommiliton, Ihrer Kommilitonin eine Seitenlänge oder einen Winkel nennen? Das wird nicht reichen, ne? Dann kann er daraus nicht dasselbe Dreieck konstruieren. Ist jedem klar. Aber vielleicht klappt es ja mit zwei Größen. Wenn ich vielleicht sage, hey, die Seite A ist 7 cm lang und die Seite B ist bei mir 5 cm lang. Also wenn ich zwei Seiten am Telefon durchgebe. Kann das klappen? Ja, genau. Ich gebe ihm jetzt per Telefon einfach meine beiden Seitenlängen des Dreiecks durch. Zwei von drei Seitenlängen nenne ich ihn. Können Sie aus den Informationen genau dasselbe Dreieck rekonstruieren? Ja, Sie können das nicht. Alles gut, ja, kann man nicht, richtig, ja. Weil, kann man deswegen nicht, weil der Winkel ja ein ganz unterschiedlicher sein könnte, wie diese Seitenlängen zueinander stehen, ja. Andere Situation, ich nenne Ihnen eine Seite und einen Winkel. Das wird auch nicht klappen. Ja, weil stellen Sie sich vor, Sie haben eine Seite und einen Winkel. Ja, Sie wissen gar nicht, wie lang die daran sitzende Seite nachher sein soll. Die können Sie unterschiedlich lang ziehen, dann entstehen unterschiedliche Dreiecke. Und wenn ich Ihnen zwei Winkel gebe, dann können Sie daraus was berechnen. Wurde gerade schon in der ersten Reihe gesagt. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich Ihnen einfach nur zwei Winkel gebe. Ich sage, wie groß Alpha ist und wie groß Beta ist. Hm? Genau, ich könnte Gamma berechnen, aber ich wüsste nicht, wie groß das Dreieck ist. Das heißt, ich schaffe es zumindest bis auf Ähnlichkeit, ich schaffe es, Sie ein ähnliches Dreieck mit zwei Winkeln konstruieren zu lassen, weil Sie dann einfach irgendeins mit diesen Winkeln zeichnen. Das kann unterschiedlich groß sein als meins, aber ich kriege es nicht hin, dass Sie mit zwei Winkeln ein kongruentes Dreieck zeichnen. Das reicht also auch nicht. Gut, wir brauchen also offenbar mindestens drei Größen. Und das führt auf diese Kongruenzsätze. Könnte folgende Situation eintreten. Ich nenne Ihnen drei Seiten, ich nenne Ihnen also alle drei Seiten. Überlegen wir uns gleich, ob man daraus das Dreieck rekonstruieren kann. Das ist der sogenannte Fall SSS, weil ich drei Seiten habe. Ich nenne Ihnen drei Winkel. Haben wir gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Das wird also nicht klappen. Die Situation nenne ich aber mal WWW. Oder ich nenne Ihnen zwei Seiten und den und von den beiden Seiten eingeschlossenen Winkel, also der genau dazwischen liegt. Nenne ich also Seite, dazwischen liegt der Winkel und dann kommt wieder eine Seite. Dann gibt es noch die Situation Seite, Seite, Winkel, beziehungsweise dasselbe ist Winkel, Seite, Seite, je nachdem, wie rum Sie zählen. Also zwei Seiten und ein Winkel, der nur an einer dieser beiden Seiten anliegt. Je nachdem, welche beiden Seiten das ist, ist das dann also SSW oder WSS. Wenn Sie das Papier drehen, ist es wieder dasselbe. Also es sind genau die gleichen Situationen, haben nur zwei Bezeichnungen. Oder zwei Winkel und die von den Winkeln eingeschlossene Seite. Also ich habe einen Winkel, eine Seite und einen Winkel. Und schlussendlich noch zwei Winkel und eine nur an einen dieser beiden Winkel angrenzende Seite. Je nachdem, an welchem Winkel ist das, also WWS oder SWW. Konkret also die Frage, welche dieser Situation, welche dieser Kombination aus von mir mitgeteilten Seiten und Winkeln am Telefon befähigt Sie, ein kongruentes Dreieck zu Hause nachzubasteln, das also genauso aussieht, die gleiche Form und die gleiche Größe hat. Damit möchte ich mich jetzt mit Ihnen beschäftigen und wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch.
Die erste Situation, die ich mir anschauen möchte mit Ihnen, hier nochmal so als kleiner Organizer, alle nochmal aufgeführt, ist S, S, S. Ich gebe Ihnen also die drei Längen, A, B und C. Und jetzt sitzen Sie zu Hause am Schreibtisch und kriegen von Herrn Klinger am Telefon die drei Längen A, B und C durchgegeben. Und Sie fangen vielleicht erstmal an und sagen, okay, dann zeichne ich erstmal C ein. Wir benennen das Dreieck immer gleich. An der Seite C sind die Punkte A, B, ja, und an den anderen entsprechend, wie wir es immer benannt haben, gegen den Uhrzeigersinn. Wie würden Sie vorgehen? Sie haben jetzt diese drei Seitenlängen. Okay, ich habe das mal vorbereitet. Also Sie wissen ja, wie groß A und B sind, genauso wie die Kommilitonin sagt. Und jetzt machen wir einfach mit den beiden Längen Kreise. Und der Kreis hat ja nun mal die Eigenschaft, dass alle Punkte auf ihm genau den Abstand zum Mittelpunkt haben, wie der Radius groß ist. Also muss es der Punkt sein, wo sich beide schneiden. Zum Beispiel hier C. Also liegt hier die Strecke A, wenn der Kreis hier dessen Radius A hatte, und hier liegt die Strecke B. Ist das Dreieck jetzt soweit eindeutig? Genau, ne, wir hätten auch den Schnittpunkt hier wählen können und dieses Dreieck hier einzeichnen können. Aber das Dreieck ist ja einfach nur gespiegelt. Es ist also kongruent. Ja, das heißt, bis auf Kongruenz haben wir es jetzt geschafft, mit diesen drei Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, nämlich die drei Seitenlängen, haben Sie es geschafft, ein kongruentes Dreieck zu konstruieren, egal für welches, das durchgezogene oder das gestrichelte, Sie sich jetzt entscheiden. Das heißt, SSS wird nachher einer der Kongruenzsätze sein. Ja, heißt so viel wie, diese drei Informationen beschreiben bis auf Kongruenz, also bis auf alle kongruenten, verschobenen, gedrehten, gespiegelten Dreiecke, dieses Dreieck komplett eindeutig und es gibt kein anderes Dreieck, das diese Kriterien so erfüllt. Ja, sodass wir wirklich davon ausgehen können, dass Sie zu Hause dasselbe gezeichnet haben wie ich bei mir zu Hause. Gehen wir mal zur nächsten Situation. Mit der haben wir uns gerade schon so ein bisschen indirekt beschäftigt. Gegeben sind nur die drei Winkelmaße. Gerade hatten wir zwei Winkelmaße, haben daraus schon den dritten errechnet, sind also genau in dieser Situation, dass wir drei Winkel haben. W, W, W. Gilt also genau das, was wir uns schon überlegt haben. Es könnte jetzt zum Beispiel auch das Dreieck sein. Ja, mit Winkeln Gamma-Strich und Beta-Strich, die genauso groß sind. Also je nachdem, wenn Sie mir jetzt sagen, ja, das sind 60 Grad und nochmal 60 Grad und nochmal 60 Grad oder sowas, ja, dann könnte ich eben unterschiedlich große Dreiecke zeichnen. Das heißt, das Dreieck lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren von Ihnen am Telefon. Sie brauchen noch mehr Informationen. WWW reicht also nicht aus, wird also kein Kongruenzsatz sein. Aber das habe ich gerade schon angedeutet. Alle diese Dreiecke sind ähnlich. Ja? Ähnlichkeit haben wir ja mal über zentrische Streckung definiert oder über Ähnlichkeitsabbildung. Wenn Sie zwischen zwei Figuren eine Ähnlichkeitsabbildung finden, dann wissen Sie, die müssen ähnlich sein. So haben wir Ähnlichkeit definiert. Ja, und na klar, könnten Sie hier quasi eine zentrische Streckung rein definieren. Sie sagen, das Zentrum dieser zentrischen Streckung soll A sein und dann strecken Sie eben diese Strecke so weit, also hier irgendwie mit dem Faktor 1,4 oder was, Pi mal Daumen, bis Sie bei C' sind. Das Gleiche wenden Sie hier unten auch an und dann haben Sie ein ähnliches Dreieck konstruiert. Ja, also beide Dreiecke sind tatsächlich ähnlich und deswegen spricht man auch manchmal nicht von einem Kongruenzsatz, WWW, sondern von einem Ähnlichkeitssatz, WWW. Ja, also wenn das mal die Rede ist, ist es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal wichtig, dass man ähnliche Dreiecke auf diese Weise konstruieren kann. Gut, gehen wir zu diesem SWS. Ich habe den mal durchgestrichen, weil er kein Kongruenzsatz ist. Den anderen habe ich unterstrichen, weil er ein Kongruenzsatz ist. SWS ist noch unser Kandidat, den wir gerade untersuchen. Gegeben also zwei Seiten und der davon in der Mitte liegende Winkel. Okay, warum? Weil die dritte Seite nicht gegeben haben. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, das ist durch, weil wenn ich mir jetzt die Strecke C nehme und die einzeichne und davon dann den
Ich mache mal live mit, ja? Genau, könnte man so machen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich C, B und Alpha gegeben haben, dann zeichnen wir C, wissen wie lang das ist, irgendwo im Raum, schlagen diesen Winkel mit dem Geodreieck und machen dann eine Strecke von da aus los, bis zu die B heißt und die bis zum Punkt C geht. Wir wissen ja, wie lang die Strecke ist. Und dann ja, muss unsere Strecke A, die letzte, die dritte Seite des Dreiecks, die sein, die diese beiden Punkte miteinander verbindet. Also ich verbinde die Punkte B und C. Und tatsächlich ist es dann also auch hier so, bis auf Kongruenz, ist ja völlig unklar, wo Sie die Strecke C am Anfang angesetzt haben auf Ihrem Blatt Papier. Das heißt, die Dreiecke könnten auf Ihrem Blatt Papier verschoben sein zu meinem Dreieck, was ich mir ausgedacht habe, oder leicht gedreht, weil ich nicht weiß, wie das im Raum liegt. Also bis auf Kongruenz sind es aber dieselben Dreiecke, haben also gleiche Form und gleiche Größe. Okay, SWS, tatsächlich dann ein klarer Fall, auch ein Kongruenzsatz. Also unterstreiche ich ihn und wir gehen mal zu dieser Situation SSW bzw. WSS. Gegeben also folgende Situation, zum Beispiel zwei Seiten, die benachbart sind und ein daran anliegender Winkel, das könnten zum Beispiel die Seiten AC sein und Alpha. Ich fange mal hier an mit der Seite C. Und jetzt weiß ich ja Folgendes, ich kenne diesen Winkel Alpha und weiß, dass der an A anliegt. Soweit also noch nichts irgendwie Unheimliches. Den zeichne ich ein. Aber weiß ich denn jetzt schon, wie lang dieser Strahl ist, den ich hier losgeschossen habe? Wissen Sie noch nicht genau, aber was könnte ich machen? Genau, ne? Gegenüber vom Punkt A liegt die Seite A, da kennen wir die Länge. Und wenn wir alle Möglichkeiten mal einzeichnen, dann nehmen wir doch einfach so einen Kreis. Ja? Also wir zeichnen einen Kreis mit Radius A um diesen Endpunkt der ersten Strecke B. Ja, und coolerweise schneidet der sich mit diesem Strahl. Jetzt kann ja nichts anderes mehr der Fall sein, als dass der Punkt C hier liegt, weil jetzt habe ich ja genau hier die Strecke A zwischengebaut. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Dreieck hingekriegt mit Seitenlänge C, Winkel Alpha und Seite A. Und die Konstruktion führte zu einem eindeutigen Ergebnis. Haben Sie noch eine Anmerkung oder eine Rückfrage? Oh Mist, genau, ja. Ja, sehr gut, super. Genau, also, das könnte natürlich passieren. Ich schaue mir den zweiten Fall an. Hier haben wir Glück gehabt, hier hat das geklappt. Ja, hier hat das geklappt, dass dieser Punkt C da eindeutig erkennbar war. Aber wenn jetzt wirklich A nur ein bisschen kleiner ist, machen Sie mal mental diesen Kreis ein klein bisschen kleiner, ein ganz klein bisschen kleiner, reicht schon. Dann hat er auf einmal zwei Schnittpunkte mit diesem Strahl, der durch C geht. Ja? Den Fall will ich mir mit Ihnen auch nochmal anschauen. Also es hätte genauso gut so laufen können. Sie zeichnen C ein, was ich Ihnen genannt habe. Sie zeichnen den Winkel Alpha ein. Und jetzt ist eben, wie gerade schon gesagt, die Seite A einfach ein kleines bisschen kleiner. Und plötzlich hat der zwei Schnittpunkte. Jetzt ist das Ganze irgendwie, ja, welcher dieser beiden Punkte ist jetzt C? Ich schreibe mal an beide C dran. Entsprechend ist also die Seite B, die noch fehlt, entweder die hier, diese kurze, oder die ganze lange. Die könnte dann also offenbar unterschiedlich groß sein. Und A ist ja auch doppelt vertreten. A ist natürlich immer gleich lang, weil es auf dem Kreis liegt, so wollten wir es auch. Ne? Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wir haben also eine Situation, da hat es offenbar irgendwie geklappt und es kam kongruentes Dreieck raus, weil wir nur einen Schnittpunkt hatten. Und wir haben eine Situation, dank Ihnen, wo es irgendwie zwei Schnittpunkte gibt und das Dreieck, ja, sind das denn dieselben Dreiecke, die da jetzt rausgekommen sind in der zweiten Situation? Eigentlich nicht, ne? Also die sehen ganz anders aus.
Das eine, das sieht man mit bloßem Auge, das eine ist viel kleiner als das andere, also sind die schon mal nicht kongruent oder so. Ja, wir haben zwei verschiedene rausgekriegt. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt ein Kongruenzsatz oder ist das keiner? Aber dann würden sie ja die, dann würden sie es genau andersrum gespiegelt bauen quasi, ne? Aber es wäre ja wieder die gleiche Situation. Der Kreis könnte ja auch wieder etwas kleiner sein und dann wird er sich mit der anderen Seite zweimal schneiden. A muss größer als C sein. Genau, das ist hier der Clou, ne? Also wir haben hier die Situation, dass dieser Kreis, dadurch, dass A wirklich größer ist als C, der zweite Schnittpunkt hier nicht mehr dabei ist, weil der Kreis genau hier an diesem äußeren Punkt vorbeikratzt. Wenn der jetzt noch größer wäre, auch kein Problem mehr, dann gibt es auch keinen zweiten Schnittpunkt. Und dadurch, dass hier in der zweiten Situation A kleiner ist als C, gibt es einmal hier einen Schnittpunkt, aber dadurch auch hier direkt zwei Schnittpunkte. Also das ist der ausschlaggebende Knackpunkt. Und deswegen ist dieses SSW und WSS, je nachdem, wie Sie es jetzt immer nennen wollen, ein gewisser Sonderfall unter den Kongruenzsätzen. Das Dreieck lässt sich nämlich hier eindeutig bis auf Kongruenz konstruieren, aber nur, so wie Sie schon richtig sagen, falls der, also falls die dem Winkel gegenüberliegende Seite länger ist als die andere. Ja, also nur, falls die dem Winkel hier A gegenüberliegende Seite länger ist als die andere gegebene Seite, nämlich C. War hier nicht der Fall, war hier der Fall, deswegen hat es einmal geklappt, einmal nicht. Und das müssen Sie tatsächlich immer, wenn Sie SSW, WSS in irgendeiner Situation nutzen wollen, nochmal kurz überdenken. Darf ich das gerade? Darf ich das nicht? Kann ich irgendwie ableiten, dass die eine Seite größer ist als die andere oder nicht? Wenn Sie es können, dann dürfen Sie das als Kongruenzsatz benutzen. Ansonsten haben Sie erstmal ein Problem und müssen sich weitere Gedanken machen, warum das jetzt in Ihrer Situation gerade wirklich ein Kongruenzsatz ist oder nicht. Also ein gewisser Sonderfall, deswegen unterstrichel ich den erstmal nur, weil er manchmal ein Kongruenzsatz ist, manchmal nicht, muss man genauer drauf schauen. Gut, kommen wir zum vorletzten Kandidaten, WSW. Also gegeben zwei Winkel und die von Ihnen eingeschlossene Seite. Ich fange mal an und liefere mal schon mal eine Seite. Ist die Frage, kann ich jetzt, wenn ich jetzt die beiden Winkel am Ende dieser Seite kenne, kann ich dann das Dreieck rekonstruieren? Genau. Ne? Also ich mache wieder zwei Strahlen. Ich setze mein Geodreieck an, zeichne hier den Winkel Alpha und Beta, den ich Ihnen am Telefon genannt habe, ein. Es gibt offenbar einen eindeutigen Schnittpunkt. Also setze ich hier den Punkt C als Schnittpunkt hin und dann habe ich wieder mein Dreieck und das Dreieck lässt sich eindeutig bis auf Kongruenz rekonstruieren. WSW, also auch kein Problem. Jetzt haben wir schon mal bis hierher drei echte Kongruenzsätze, einen Ähnlichkeitssatz und einen, der manchmal ein Kongruenzsatz ist. Wollen Sie jetzt schon zum nächsten was sagen? Bitte? Ist genau dasselbe. Also Halbgrade und Strahl, einfach nur zwei Begriffe für dieselbe Sache. Also, ja, wir haben jetzt in dieser Situation, wenn wir WWS bzw. SWW haben, haben wir zwei Winkel und eine nur an einen Winkel angrenzende Seite. Also sowas wie, Sie haben die Länge A, Sie haben Alpha und Beta. Die sind also irgendwie voneinander getrennt. Vielleicht mal so ein bisschen Hintergrund. Je nachdem, in welche Literatur Sie schauen, je nachdem, in welches Geometriebuch oder in welches Schulbuch Sie schauen, wird er manchmal gar nicht aufgeführt. Das heißt, manchmal sagen die Situation WWS bzw. SWW, die gibt es eigentlich gar nicht. Die muss man gar nicht betrachten. Ich habe mich hier entschieden, die doch mal mit Ihnen zu betrachten. Aber wir finden auch gleich den Grund raus, warum man die auch hätte ignorieren können. Haben Sie eine Idee? Sie haben zwei Winkel gegeben und eine Seite, die nur an einem der Winkel angrenzt. Was können Sie auf jeden Fall wieder berechnen?
Genau, ohne was zu zeichnen, einfach als auf Papier, alle drei Winkel zusammen 180 Grad in Winkelsumme im Dreieck, lässt sich also Gamma unmittelbar berechnen. Und jetzt sind wir in einem anderen Fall. Jetzt haben wir nämlich alle drei Winkel, das heißt, wir können sagen, wir gehen jetzt genauso vor wie gerade in dem letzten Fall, WSW. Und da es bei WSW möglich war, dass ein Kongruenzsatz war, können Sie also jetzt auch wieder sofort das Dreieck konstruieren. Ja, und deswegen sagt man in der Literatur manchmal, okay, WWS, SWW ist eigentlich rechnerisch, wenn wir diese Innenwinkelsumme des Dreiecks benutzen, genau dieselbe Situation wie WSW, brauchen wir uns jetzt nicht getrennt nochmal extra angucken, funktioniert aber auch als Kongruenzsatz eben auf diese Weise. Wir müssen uns also keine weiteren Gedanken mehr machen, wir sind in der Situation von gerade und können wieder sagen, auch dann lässt sich das Dreieck eindeutig bis auf Kongruenz konstruieren. Ja, fassen wir mal zusammen. Wir haben diese netten Kandidaten hier gehabt. SSS, SWS, manchmal SSW, WSS, WSW immer und WWS, SWW auch immer, aber mit Rückbezug auf WSW. Also in jedem der unterstrichenen Fall können wir die Dreiecke mit Hilfe der drei genannten Informationen eindeutig rekonstruieren. Ein Sonderfall, auf den Sie bitte immer Acht geben, wenn Sie in dem sind, dass Sie eben überprüfen müssen, darf ich den gerade anwenden oder nicht. Ist das wirklich so, dass die eine Seite länger ist als die andere Seite? Das ist SSW, WSS. Sie wissen, WWW taugt nicht als Kongruenzsatz, aber als Ähnlichkeitssatz. Und insgesamt gibt es also diese Kongruenzsätze, so dass Satz 6.1 jetzt quasi sagt, Dreiecke, bei denen die drei Größen in den folgenden Kombinationen, wie wir es gerade durchgegangen sind, mit den obigen Einschränkungen übereinstimmen, sind automatisch kongruent. Das heißt, wenn ich am Telefon diese Information Ihnen nenne, dann kriegen Sie genau das gleiche Dreieck bis auf Kongruenz rekonstruiert. Andersrum betrachtet, wenn Sie irgendwo in der Wildbahn, irgendwo in einem Beweis zwei Dreiecke sehen und Sie können zeigen, dass dieses Dreieck hier und dieses Dreieck da, dass die alle in den Seiten übereinstimmen oder dass die in der Situation WSW sind, dass die zwei Winkel gleich haben, also das hier hat zwei Winkel gleich und das hat zwei Winkel gleich und die Seite dazwischen ist auch gleich lang, dann können Sie automatisch über diesen Satz WSW zum Beispiel sagen, dann müssen diese beiden Dreiecke kongruent sein. Es geht also nicht nur darum, Dreiecke zu konstruieren, ob die sich konstruieren lassen oder nicht, sondern es geht vielmehr auch darum, zu zeigen, dass zwei Dreiecke zueinander kongruent sind. Das heißt, wenn wir also nochmal genauer draufschauen und uns Gedanken zu den Beweisen machen dieser Kongruenzsätze, die haben wir in einem gewissen Rahmen eigentlich schon gerade gemacht. Also klassisch beweist man Kongruenzsätze, indem man alle Fälle einmal durchgeht und zeigt, dass sich mit diesen entsprechenden Größen Dreieck eindeutig konstruieren lässt, so wie wir es gerade durchgegangen sind. Wenn das eben nur auf eine Weise funktioniert und nicht so wie in einem Einfall auf zwei verschiedene Dreiecke führen kann, dann muss es sich also um einen Kongruenzsatz handeln und in dem Sinne haben wir eigentlich schon Beweise geführt. Ich will aber noch einmal hier kurz verdeutlichen, warum die Abbildungsgeometrie, die wir bisher gemacht haben im vorgegangenen Teil der Vorlesung, warum die einen besonderen Wert auch für Beweise hat. Weil man kann sich auch überlegen, dass diese Kongruenzsätze funktionieren und dass immer zwei kongruente Dreiecke in solchen Situationen herauskommen müssen, indem man einen sogenannten abbildungsgeometrischen Beweis führt. Und ich will das mal exemplarisch für diesen Fall SSS mit Ihnen machen. Wir haben also irgendein Dreieck gegeben und noch ein anderes Dreieck gegeben. Und jetzt wollen Sie zeigen, dass diese beiden Dreiecke kongruent sind. Das Einzige, was Sie wissen, die haben immer paarweise gleich lange Seiten. Also die Strecke von AC ist genauso groß wie die Strecke von PR und so weiter. Das wissen Sie schon. Ja? Und jetzt können wir mit dem Kongruenzsatz SSS sagen, ja, wenn diese drei Seiten jeweils paarweise übereinstimmen, dann müssen die Dreiecke kongruent sein, weil es nur eine Möglichkeit gibt, ein Dreieck mit diesen Informationen zu konstruieren. Wenn man diesen Satz SSS beweisen möchte, dann kann man das machen, eben indem man Kongruenzabbildungen nutzt. Und wir wissen ja schon, wenn wir eine Figur auf eine andere durch eine Kongruenzabbildung abbilden können, dann müssen die beiden Figuren kongruent sein. So haben wir kongruente Figuren überhaupt ganz am Anfang definiert. Jetzt könnte ich also auf folgende Idee kommen. Ich baue hier mal eine Verschiebung ein. Ich verschiebe dieses Dreieck ABC
einfach um diesen Vektor von a nach p. Also ich baue eine Verschiebung v, so dass der Verschiebungsvektor gerade so justiert ist, dass a auf p abgebildet wird. Jetzt erhalte ich dieses bräunliche Dreieck p, b', c'. Einfach nur verschoben. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich doch dieses Dreieck um p drehen. Jetzt drehe ich es genau so um p, dass b', was ja dann nochmal abgebildet wird, zu b'' wird, genau bei q liegt. Das zweite braune Dreieck ist jetzt entstanden. Ich habe die Drehung um das Drehzentrum p durchgeführt und habe den Winkel so eingestellt, dass eben b' auf q landet. Ja, also dass dieses b' hier landet und somit gleich b'' ist. Und jetzt kann ich noch eine dritte Kongruenzabbildung hinterherlaufen lassen. Vielleicht ahnen Sie es schon, einfach eine Spiegelung. Ich spiegel dieses Dreieck und zwar an der Geraden so, dass PQ die Strecke Teil der Geraden ist. Also wenn ich quasi erst dieses Dreieck verschiebe, erhalte ich dieses Dreieck. Wenn ich das jetzt noch drehe, erhalte ich das zweite Dreieck. Und wenn ich das jetzt noch spiegle, bin ich genau bei meinem Dreieck PRQ. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt eine Verkettung von drei Kongruenzabbildungen gemacht, nämlich eine Verschiebung, eine Drehung und eine Spiegelung. Und Sie wissen, Verkettungen, Hintereinanderausführungen von Kongruenzabbildungen sind selber wieder Kongruenzabbildungen. Wir haben also eine Kongruenzabbildung gebaut, die das Dreieck ABC auf das andere Dreieck PRQ abbildet. Und das können wir immer machen. Auf diese Art und Weise wird es immer klappen. Also können wir immer eine Kongruenzabbildung zwischen solchen Dreiecken bauen und deswegen müssen die in dieser Situation immer kongruent sein. Das heißt, der Satz SSS, diese Ausgangssituation, mit der wir reingegangen sind, alle drei Seiten sind jeweils gleich groß, führt immer zu kongruenten Dreiecken. Ja, und so kann man hier die Abbildungsgeometrie anwenden und einen abbildungsgeometrischen Beweis führen. Exemplarisch jetzt mal nur für den Kongruenzsatz SSS. Ich will mit Ihnen noch mal ein bisschen weiter in die Kongruenzsätze reingehen und habe hier mal ein Beispiel für Sie vorbereitet. Wir sind weiterhin in dieser Situation, dass drei Seitenlängen gegeben sind. Sagen wir mal 4 cm, 5 cm und 10 cm. Also ganz offenbar dieser Fall SSS. Jetzt könnten wir wieder so vorgehen und ein Dreieck versuchen zu konstruieren. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal die Strecke C hingemacht. Was war dann der nächste Schritt? Genau, ne? Wir nehmen also diese beiden Radien und machen die Kreise. Ich habe hier mal maßstabsgetreu auf der Folie gezeichnet. Also hier die Strecke C hat 10 cm. Der Kreis hier hat einen Radius von 5 cm und der kleinere Kreis hat einen Radius von 4 cm. Und jetzt haben wir gerade gesagt, da wo die sich schneiden, ja, da muss unser Punkt C liegen. Die schneiden sich aber gar nicht. Ist die Mathematik jetzt kaputt? Genau. Also, nicht verwechseln, das wird häufig mal falsch gemacht. Die Kongruenzsätze sagen Ihnen nur, wenn es ein Dreieck mit diesen Seitenlängen gibt, dann ist es kongruent zu jedem anderen Dreieck mit diesen Seitenlängen. Wenn ich Ihnen drei Seitenlänge gebe, heißt das nicht, dass es notwendigerweise ein Dreieck gibt, das diese Seitenlängen überhaupt hat. Ja, konkret ist es hier so der Fall, es existiert gar kein Dreieck mit genau diesen Seitenlängen, also 4, 5 und 10 cm. Das heißt, Sie können überhaupt das nicht so hinkriegen, dass die Seiten A und B sich irgendwie in einem Punkt schneiden, das wird nicht funktionieren. Also Kongruenzsätze treffen immer nur eine Aussage darüber, ob zwei Dreiecke kongruent sind, aber eben nicht darüber, ob solche Dreiecke überhaupt existieren. Jetzt können wir mal gucken, was müssen wir eigentlich tun, damit das wieder funktioniert, hier in diesem Fall. Ich ändere nur einen einzigen Wert. Ich setze mal A statt auf 4 cm auf 6 cm. Jetzt legen wir wieder genauso los. Ich zeichne die Strecke AB, also die Strecke C,
Macht den ersten Kreis, macht den zweiten Kreis. Jetzt schneiden die sich glücklicherweise wieder und wir können so wie gerade agieren im Fall SSS. Wir haben einen Schnittpunkt und können unser Dreieck zeichnen. Wir hätten genauso gut das darunter liegende Dreieck mit dem anderen Schnittpunkt machen können. Ist wurscht, die sind ja sowieso kongruent. Das klappt also wieder. Was ist der Unterschied hier? Warum hat es gerade nicht geklappt und jetzt klappt es auf einmal? Genau, also die schneiden sich deswegen, ne? SSS, damit kann man, es gibt immer ein Dreieck, das das kann, aber eben nur dann, wenn die beiden kürzeren Seiten zusammen länger sind als die längere, als die längste Seite. Nur dann schneiden sich diese Kreise wirklich in zwei Punkten und das Ganze klappt wieder. Gerade war das nicht der Fall, weil, wenn Sie sich zurückerinnern, da hatten wir 10 cm für die lange Seite und 4 und 5, also zusammen 9 cm für die beiden kleinen. Deswegen hat es nicht geklappt. Man kann sich das auch inhaltlich so vorstellen, warum das so ist. Wenn Sie sich das mal so vorstellen, Sie sind irgendwo in der Ebene und Sie wollen vom Punkt A zum Punkt B laufen oder andersrum. Und jemand anderes sagt, ich nehme noch einen kleinen Umweg in Kauf, ich laufe noch über C. Ja? Da muss ja inhaltlich klar sein, Sie haben die direkte Strecke zwischen A und B gewählt, Sie haben den kürzeren Weg, sind Sie gegangen. Über C, das muss immer ein Umweg sein. Das heißt, wenn Sie quasi zwei Punkte nehmen und einen Umwegspunkt, in dem Fall C, dann muss die Distanz von A zu C, von C zu B, immer länger sein als die Distanz von A nach B. Ja, sonst würde sich kein Dreieck ergeben, wenn Sie ein Dreieck mit anderen Bedingungen zeichnen könnten. Wenn Sie wirklich ein Dreieck mit 4 Zentimetern hier und mit 5 Zentimetern hier hätten zeichnen können und das hier wäre 10 Zentimeter lang, dann würden Sie das sozusagen widerlegen. Dann würde jemand sagen, hey, ich kann einen Umweg über den Punkt gehen und gehe insgesamt einen kürzeren Weg. Also ein Umweg wäre kein Umweg mehr. Ja, so kann man sich das nochmal erklären und das ist die sogenannte Dreiecksungleichung, die da wirkt, dass eben diese Strecke hier immer kürzer ist als die beiden anderen Strecken zusammen. Nennt man Dreiecksungleichung. Okay. Ja, ich will die Kongruenzsätze hier nochmal mit Ihnen anwenden und zwar, wie gerade schon so ein bisschen angekündigt, auch in einem Kongruenzbeweis. Das heißt, ich möchte die Kongruenz von zwei Dreiecken mit Ihnen einmal ausnutzen, um zu zeigen, dass etwas mathematisch funktioniert, um einen Beweis zu führen. Und ich habe mal folgende Situation mitgebracht, und zwar den sogenannten Basiswinkelsatz. Der sagt erstmal Folgendes. Wenn Sie ein Dreieck haben, das gleichschenklig ist, genau dann sind auch die beiden sogenannten Basiswinkel gleich groß. Damit man es sich besser vorstellen kann, hier nochmal eine Skizze dazu. Wenn wir ein Dreieck haben, das gleichschenklich ist, nochmal kurz Erinnerung, was heißt gleichschenklich? Wie definiert man das? Genau, wenn mindestens zwei Seiten gleich lang sind, wenn alle drei Seiten gleich lang sind, dann heißt es wie? Gleichseitig, genau. Nochmal ganz kurz ein bisschen Logik. Ist jedes gleichschenklige Dreieck ein gleichseitiges oder ist jedes gleichseitige ein gleichschenkliges? Genau, wenn drei Seiten gleich lang sind, dann sind auch zwei Seiten gleich lang und wir sind auch in dieser Schenklichkeitssituation. Hier sind das die Seiten B und A, die sind gleich lang, beziehungsweise die Strecke AC und die Strecke BC, die sind gleich lang. Und jetzt sagt der Winkel, jetzt sagt der Satz, genau dann, wenn diese beiden Winkel hier unten an der Basis, wenn man so will, die Seite, die unterschiedlich lang ist in der Regel, wenn die beiden gleich groß sind, genau dann sind auch diese beiden Strecken gleich lang. Nochmal zur Erinnerung, gleich lang heißt, jetzt komme ich auch schon durcheinander, so, nochmal zur Erinnerung, gleich, genau dann bedeutet, wenn man diese Situation hat, genau dann gilt diese Situation. Heißt so viel wie, wenn das hier der Fall ist, wenn die gleich lang sind, wenn die gleichschenklich sind, dann folgt auch automatisch daraus, dass die Winkel Alpha und Beta gleich groß sind. Andersrum, wenn Sie noch gar nicht wissen, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist, Sie sehen aber, die beiden Winkel hier sind gleich groß, dann folgt daraus auch automatisch, dass das Dreieck gleichschenklich sein muss. Sie dürfen also in beiden Richtungen gehen, wenn da genau dann im Satz steht. Aus der Gleichschenklichkeit,
die gleich großen Winkel folgern, aus den gleich großen Winkeln umgekehrt, wenn Sie wollen, die Gleichschenklichkeit folgern. Genauso gehen wir dann auch im Beweis vor und wir schauen uns erstmal nur eine Richtung an. Ich nehme nochmal diese Skizze her und ich sage, ich will nur nicht die Äquivalenz zeigen, sondern nur die eine Richtung, die eine Folgerung, Implikation sagt man ja auch. Das heißt, ich möchte jetzt erstmal die Gleichschenklichkeit voraussetzen. Wir gehen davon aus, dieses Dreieck ist schon gleichschenklich. A und B sind gleich lang. Und daraus wollen wir zeigen, dass die beiden Basiswinkel, Alpha und Beta, gleich groß sind. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen mit Kongruenzsätzen arbeiten. Das heißt, wir brauchen irgendwie Dreiecke, die wir miteinander vergleichen. Was ist so für Sie der einfachste Weg, hier noch ein weiteres Dreieck zu bauen? Okay, ja, eine Parallele zur Strecke C. Und dann, gut, dann kann man irgendwie noch weitere Dreiecke bauen, ja? Wenn Sie jetzt mal nur dieses Dreieck nehmen und da noch weitere Dreiecke draus bauen wollen, wirklich ohne außerhalb des Dreiecks irgendwas zu machen. Ja, gut, könnte. Ja, genau, die Mittelsenkrechte, die ist in dem Fall, weil es gleichschenklich ist, gleichzeitig die Höhe. Ne? Das heißt, ich mache genau das, ich zeichne mal, wie Sie sagen, die Höhe ein. Die Höhe HC, also senkrecht, die Höhe ist die Strecke, die senkrecht von dieser Basis C abgeht und durch den gegenüberliegenden Punkt C fällt. Da es hier gleichschenklich ist, ist es automatisch auch die Mittelsenkrechte dieser unteren Seite. Sind Sie noch ein paar Minuten irgendwie? Genau, bei Ihnen ist der Unruheherd gerade. Okay, ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir mehrere Dreiecke. Jetzt haben wir das große Dreieck und zwei kleine Dreiecke, die sich durch die Höhe ergeben. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, sich genau diese beiden Dreiecke anzuschauen und versuchen herauszufinden, warum jetzt diese beiden Dreiecke, das linke Dreieck und das rechte Dreieck, warum die hier jeweils gleich große Winkel haben. Wenn man herausfinden würde, dass die beiden Dreiecke kongruent sind, dann hätte man das. Dann wüsste man ja, das sind genau die gleichen Dreiecke, bis auf Form und die Form und die Größe ist gleich, also sind auch die Winkel gleich groß. Was schlagen Sie vor? Genau, könnte man machen. Das heißt, wir könnten da auch abbildungsgeometrisch vorgehen. Das wird auch klappen. Aber jetzt will ich mit Ihnen einmal hier kongruenzgeometrisch vorgehen. Ich will den Kongruenzsatz ausnutzen. Das heißt, ich will quasi per Kongruenzsätzen zeigen, dass diese beiden Dreiecke, die durch die Höhe gebildet werden, kongruent sind. Was haben die gemeinsam? Sie haben jetzt zwei Dreiecke. Das eine ist das, was ich bei mir quasi gezeichnet habe. Das linke ist vielleicht das, was ich gezeichnet habe. Und das rechte ist das, was Sie nur durch Informationen am Telefon, wenn man so will, von mir mitgeteilt gekriegt haben. Warum sind diese beiden Dreiecke kongruent? Wenn ich einen Kongruenzsatz zur Anwendung bringen kann, dann habe ich es gezeigt. Ich brauche also drei Informationen, die bei beiden Teildreiecken identisch sind. Ich vergleiche also genau diese beiden Dreiecke, das ist das linke und das rechte Dreieck. Genau. Beide haben 90 Grad Winkel, genau. Genau, könnte man so machen. Das heißt, dann hätten wir entsprechende Informationen. Ich habe jetzt hier in meinen Folien was anderes ausgewählt. Ich habe noch vor allem die Voraussetzung genutzt. Die haben Sie jetzt indirekt benutzt, die Voraussetzung. Wir wissen ja, das Dreieck ist gleichschenklich. Ja, ich habe in dem Fall gesagt, okay, hier bei dem linken Dreieck, dieses B ist ja genauso lang wie dieses A hier, aufgrund der Gleichschenklichkeit. Sie haben das indirekt gemacht, indem Sie quasi gesagt haben, Sie nehmen die Mittelsenkrechte. Ja? Und die Mittelsenkrechte ist ja hier nur deswegen gleichzeitig die Höhe, weil das Dreieck gleichschenklich ist. Das heißt, Sie haben indirekt diese Gleichschenklichkeit auch benutzt. Okay, also wir haben quasi nach Voraussetzung schon, dass diese beiden Strecken gleich lang sein müssen.
Wir wissen, wie Sie das gerade gesagt haben, die teilen sich die Höhe. Diese Strecke ist in beiden Dreiecken vorhanden. Und beide haben eben so einen rechten Winkel drin. Beide haben also einen 90-Grad-Winkel. Wir haben also die Situation, wir haben zwei gleich große Strecken und einen Winkel. Also sind wir genau in dieser Situation, dass wir zwei Seiten haben und einen angrenzenden Winkel. Und daher müssen beide Dreiecke zueinander kongruent sein. Denn wir wissen ja, diese drei Informationen reichen, um bis auf Kongruenz ein Dreieck zu konstruieren. Wenn beide Dreiecke genau in diesen Informationen übereinstimmen, dann müssen sie also auch so rumgedacht kongruent zueinander sein. Dadurch, dass die beiden Dreiecke zueinander kongruent sind, sind also auf jeden Fall auch diese beiden Winkel gleich groß. Weil wenn zwei Dreiecke kongruent sind, dann haben sie natürlich gleich große Winkel, gleich lange Strecken. Alle Eigenschaften stimmen soweit überein, weil sie ja in Form und Größe identisch sind. Aber eine Sache habe ich noch gesagt. Wenn wir SSW anwenden oder WSS, dann müssen wir uns immer darüber Gedanken machen, ob der wirklich gerade in der Situation ein Kongruenzsatz ist. Ja, das war die Situation, wo der konstruierte Kreis dann entweder ein oder zwei Schnittpunkte nachher haben kann. Konkret muss es ja so sein, das Dreieck lässt sich bei SSW nur dann konstruieren, nur dann eindeutig bis auf Kongruenz konstruieren, falls die dem Winkel gegenüberliegende Seite länger ist als die andere. Falls also, hier ist ja der Winkel in dem Fall, der 90-Grad-Winkel, den wir beim Linken gegeben haben, falls diese Seite hier länger ist als die andere Seite. Sieht man jetzt optisch, dass das so ist, aber ist das auch ganz allgemein in so einer Situation so? Und da können wir jetzt einfach mit der Hypotenuse argumentieren, denn so ist die Hypotenuse definiert. Das ist die längste dieser drei Seiten. Ja, die Hypotenuse ist immer länger als die einzelnen Katheten. Also gilt gerade diese Situation, diese Einschränkung beim SSW, sodass das hier klappt. Also können wir sagen, beide sind kongruent zueinander. Gehen wir mal in die umgekehrte Situation. Die andere Richtung des Beweises fehlt noch. Ja, wir wollen also jetzt in die andere Richtung folgern. Wir wollen sagen, okay, wir wissen, die beiden Basiswinkel sind gleich groß und daraus folgt jetzt, dass auch die Seiten A und B gleich groß sind. Und jetzt können wir es natürlich wieder genauso machen und auch wieder zwei Dreiecke miteinander vergleichen. Wir nehmen wieder genau dieselben Dreiecke, zeichnen da wieder die Höhe ein. Jetzt können Sie nicht über die Mittelsenkrechte argumentieren, weil Sie jetzt quasi nicht wissen, ob die Mittelsenkrechte gleichzeitig die Höhe ist. Sie wissen ja noch gar nicht, dass das Ding gleichschenklich ist. Sie wissen erstmal nur, dass die beiden Winkel gleich groß sind. Schauen Sie sich nochmal die beiden Teildreiecke an. In welchen Eigenschaften stimmen die oder in welchen Längen stimmen die überein jetzt in dieser Situation? Sie dürfen. Na, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Warum darf ich das jetzt hier noch nicht nutzen? Warum darf ich jetzt hier nicht sagen, dass A und B gleich groß sind? Genau, das ist ja gerade das, was wir hier zeigen wollen. Ne? Das heißt, wir müssen andere Sachen suchen. Sie dürfen nochmal. Wir haben den Winkel Alpha, wir haben den Winkel Beta gegeben und wir haben in beiden drei Ecken den 90 Grad Winkel gegeben. Genau, und die Höhe teilen sie sich wieder, so wie gerade. Ja, das ist genauso. Super, dankeschön. Also, die beiden Winkel Alpha und Beta sind gleich groß nach Voraussetzung, weil jetzt wollen wir aus gleich großen Winkeln rauskriegen, dass dann auch die Seiten gleich lang sein müssten und das Dreieck gleichschenklich ist. Das gilt also nach Voraussetzung. In beiden ist diese Höhe vorhanden und beide haben einen rechten Winkel. Welchen Kongruenzsatz nutzen wir jetzt am besten? Schauen Sie mal, welche Strecken Sie haben. Gehen wir es nochmal durch. Wir haben nach Voraussetzung, wissen wir, dieser Winkel
stimmt zu diesem hier überein. Das heißt, wir kennen den Winkel dieses Dreiecks. Ja? Wir wissen auch, dass diese Seite hier übereinstimmt, weil sich beide Dreiecke diese Seite teilen. Und wir wissen, dass dieser Winkel hier, dieser 90-Grad-Winkel, dass der auch in beiden Dreiecken vorhanden ist. Genau, ne? Also wir haben quasi einen Winkel hier, dann nichts, den Winkel hier und dann die angrenzende Seite. Oder andersrum gedacht, diese Seite, den Winkel hier und dann den, die Seite nicht und dann wieder den Winkel. Das heißt, jetzt nehmen wir WWS bzw. SWW, wissen wieder, dass beide Dreiecke zueinander kongruent sind. Und wenn sie kongruent sind, dann sind auch diese entsprechenden Seiten, die wir für die Gleichschenklichkeit brauchen, gleich lang. Und ich kann wieder folgern, dass das ganze Ding, dass beide Dreiecke eben kongruent sind und ich deswegen ein gleichschenkliges Dreieck insgesamt zusammengebaut habe für das große Dreieck. Alternative wäre noch gewesen, Sie hätten auch den Kongruenzsatz WSW nehmen können. Sie hätten, weil Sie ja zwei Winkel kennen, den dritten Winkel noch berechnen können und dann hätten Sie da WSW sagen können. Aber dann sind Sie ja sozusagen wieder genau in der Situation, weil wir ja gesagt haben, wir führen WSW immer auf WWS zurück. Ja, und dann hätten wir es an dieser Stelle auch geschafft und haben so jetzt mal gesehen, wie uns Kongruenz dabei helfen kann, geometrische Dinge zu beweisen und geometrische Phänomene. Sie packen alle schon zusammen, wir haben doch noch 3 Minuten. Nee, um Gottes Willen. So, ich will noch ganz kurz einen Ausblick geben, ja? Gedulden Sie sich, 2 Minuten, das schaffen Sie schon noch. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Dreiecke geredet und insbesondere, wann Dreiecke kongruent sind. Und ab der nächsten Woche wollen wir uns dann nochmal mit den verschiedenen Formen an sich beschäftigen. Dreiecke, später Vierecke und später im Verlauf der Veranstaltung N-Ecke. Das heißt, Sie wissen gar nicht, wie viele Ecken das haben. Wir gehen vom ganz allgemeinen Fall aus. Mathematiker haben ja immer diese Angewohnheit zu sagen, wir haben konkrete Zahlen und jetzt schauen wir uns das mal für ganz allgemeine Zahlen an, für N verschiedene Ecken. Soweit, so gut? Jetzt bin ich durch. Ja? Ciao.